jetzt das Event noch ein bisschen mitnehmen. Ach ja, genau. Ich wollte mir was zu trinken waschen. So, bin wieder da. Webe, ich habe eine Anfrage, ob One gleich nach seinem Essen noch mitspielen kann. Na klar. Ich habe gesagt, ich frage euch wegen der Weitergabe von den TS-Daten. Ah, wieder da. Gut. Webe. Danke, danke. Kommt gleich noch jemand weiteres dazu? Ja, wir sollen gleich jetzt erst noch eine Runde machen. Der ist noch am Essen, aber dann kann ich ihm gleich die TS-Daten schon mal geben. Deswegen hatte ich gefragt. Weil die gebe ich nicht einfach so raus. Oh, okay. Und der kann das spielen. Dann haben wir ja vielleicht sogar eine Chance, dass wenigstens einer überlebt. Na, einer hat er eben auch überlebt. Ja? Hallo? Du bist so als Evil der Diss gegen Aldur. So. Kannst du nicht so was Böses sagen? WB an alle. Ich hab grad Black aber gesagt. Oh. Danke, danke, Black. Wann habe ich dich eigentlich im Steam? Nee, ne? Doch, habe ich. Ich wollte gerade sagen, ich hatte dich doch irgendwo. Kannst du den einladen? Ich habe ihm jetzt erstmal die TS-Daten gegeben. Okay. Wir sollen ja eh noch eine Runde spielen, oder? Genau. Mhm. Er ist ja noch am Essen. Ja, lass doch den armen Mann essen, wenn genau. Er schon essen will. Wenn er schon essen will. Und nebenbei, gebt mir auch was ab! warte, was hat er? Brot mit Lachs, Ei und Sahne-Meerrettich. Oh. Na gut, der Meerrettich wäre jetzt nicht unbedingt was für mich. Kommt ein bisschen drauf an, was wieder zu, also wie der gemacht ist, aber... Das Traurige ist, Brot mit Ei hatte ich schon, Lachs ist nicht so mein und Meerrettich finde ich absolut toll, das wäre eine sehr seltsame Kombi. Okay, dann nimmst du das... Ich bin vegetarisch, das heißt Lachs ist nichts für mich und Meerrettich ist auch nichts für mich, also wäre es nur Brot mit Ei. Okay, dann nimmst du Brot mit Ei. Der Meerrettich, ja, hier. Geht zu dir und ich nehme den Lachs. Jawohl. Passt doch, oder? Passt doch super. Ist einfach Meerrettich pur, danach... Nee, du kriegst ein Brot dazu. Ach so. Jeder kriegt ein Brot dazu. Ich hatte schon befürchtet, dass ich an inneren Verbrennungen verrecken werde. Nein, jeder von uns kriegt ein Brot dazu. Obwohl ich den Lachs auch pur essen würde. Einfach vom Geschmack her, klar. Ja. So, zum Wohl auf diesen schönen Tag. Ich habe kein Glas, ich nehme die Flasche. Zum Wohl. So. Geilste, ich wäre ja wahrscheinlich mindestens 10 Minuten früher da gewesen. Nur mitten in Hannover ist mir mein normales Auto-Navi abgekackt. Oh nein. Ja, hat einfach so einen Absturz gehabt, hat nichts mehr gemacht. Hat nur noch das eine angezeigt, das eine Bild, was er vorher hatte. Musste ich erstmal mein Handy einstellen. Oh nein. War ganz cool. Mein Handy hat mich auch ganz anders gelenkt als das Navi vorher. Aber da kannte ich wenigstens die Hälfte von der Strecke. Naja, Murphys Gesetz, was schief gehen kann, geht schief. Ja. One möchte aber eigentlich Wurstsalat. Ja, das glaube ich auch. Ich würde am liebsten jetzt Wraps essen. Die hat mir einmal am Wochenende Wraps gegeben und die waren so toll. Die esse ich auch wohl gerne. Selbstgemachte. Wraps sind super lecker. Also so diese Wrap, dieses Dings außenrum war nicht selbstgemacht. Ja. Die Wrap-Brote haben wir geholt, haben wir dann aufgewärmt und alles andere haben wir schön frisch zubereitet. Ja, das Gute ist, du kannst da reinmachen, was du willst. Das heißt, rein theoretisch für eine Party oder für ein nettes Beisammensetzen oder so, ist sowas richtig geil. Und die waren so lecker und ich will wieder welche haben. Musst du herkommen? Eigentlich bist du jetzt wieder dran. Roter Wald. Okay. Kenn ich den? Schon, aber setz das mal um, ne?
Ja, das ist das Problem. Ach, das ist die Map. Ich bin am Ausgang. Ich warte, bis ihr die Generatoren gemacht habt. Alles klar. Ist das ein Plan? Viel Spaß mit den AFK-Krähen. Stefan. Okay. Ist der Fallensteller. Hi. Hi. Okay. Wie war das denn? Okay. Den schwierigsten Generator zuerst? Ja, da kommt auch. Ey, ich will da mit rein. Nein. Wir können uns auch eng machen. Würde Platz sein, würde ich dich reinlassen. Aber Ja. leider Okay. einfach kein Platz. Dann probieren wir mal einfach stumpf zu sein. Ich sehe nichts. Und der muss immer noch hier sein. Der stellt bestimmt ganz viele Fallen auf. Ja, wahrscheinlich genau vor dem Schrank. Nein, bitte nicht. Läuft bei euch. Ja, der ist immer noch hier in der Nähe. Wartet er auf eine Krähe? Wenn nicht. Ich sehe ihn, der ist da hinten bei dem Generator gewesen. Jetzt geht er weg. Okay, ja, jetzt höre ich auch nichts mehr. Von wem ist das TS? Das ist von mir. Frage beantwortet. Loremi-Juna. Hast du den Multilink angemacht? Ja. Oh, er Oh kommt immer toll, da. er kommt wieder. Ich glaube, der Generator da oben ist gerade nicht das Beste. Wie kommst du darauf? Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Ich habe Angst. Oh, ich habe ihn fertig. Oh, ja. Okay, dann gehe ich da schon mal nicht hin. Stefan, ich bin dann weg. Ciao. Nothing to do Ciao. here anymore. Such mal noch eine Kiste, ne? Hier ist einer. Auch nämlich einen Werkzeugkasten. Okay, ich mach Totems kaputt. Das ist eine gute Idee. Jo. Einfach mal Lust drauf. Auch wenn er in der Nähe ist. Oh ja, wer führt den denn zu mir? Okay, den Sandkasten will ich haben. Den lasse ich jetzt. Den halte ich. So. Traps, Traps, keine Traps. Der ist hier irgendwo in der Nähe. Okay, ich mach gerade den Generator auf dem Berg. Was? Warum? Weil Weil er wegen. gerade bei mir ist. Ist so. Passt ziemlich gut, wenn er hinter irgendjemand her ist. Nein, der ist nicht hinter mir her. Er ist hier nur in der Nähe. Der ist direkt an mir Ja, vorbeigelaufen. aber er war eben hinter jemandem her, deswegen habe ich gedacht, ich laufe mal zum Berg. Jetzt ist hinter jemandem her. Okay. Der rennt ständig nur hinter dem Baum. Das sieht lustig aus. Oh. Kuckuck. Peekaboo. Ach, da hinten. Okay. Beschäftige den ruhig, das ist eine super Idee. Ich mach schon mal den Generator entfernen.
Okay, Fall entschärft. Jetzt könnt er zu mir kommen. Er wird wahrscheinlich eher zu mir kommen. Okay, wo bist du? Bei einem Generator. Bei welchem? Kann ich gerade nicht erklären. Okay, dann bist du auf jeden Fall nicht beim Haus, ne? Jetzt bin ich direkt beim Keller. Im Haus? Der Keller ist in der Nähe von einer Hütte. Also ist direkt in einer Hütte drin. Okay, der muss hier direkt in der Nähe sein. Vom großen Haus. Ja, ich höre ihn auch. Ich schleiche hier die ganze Zeit schon rum. Ja, du bist hochgegangen, kann das sein? Ja. Mhm. Ich hoffe, er hat mich jetzt nicht gesehen. Ich habe dich aus dem Schrank gesehen. Ah, oh. Oh, schön. Ich wollte bloß gerade dieses Herzklopfen abwarten. Nicht, dass er mich vorher gesehen hat. Auch hier draußen ist noch ein Generator. Okay. Wo ist denn der? Da hinten. Okay. Ich spiele hier gerade am Leben am Limit oder so, glaube ich. Anscheinend. Keine Ahnung, was der macht. Kriegt ihr den gerettet? Ich nicht. Der ist hier direkt hier bei heim. Mir. Der Killer. Okay. Nee, da komme ich absolut nicht hin. Der ist auf dem Hügel. Naja. Und ich sitze hier bei dir und wir machen den Generator. Ah, ich probiere es nach dem Generator. Alles klar. Wo ist er denn? Da oben. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Das wird knapp. Also knapp. Ziemlich knapp. Ich weiß nicht, wo ich hochkomme. Nee, das Nein. war's. Mist. Okay, der ist hier irgendwo. Okay, jetzt ist er bei mir. Ich weiß, wo die Lupe ist. Okay. Ja, schön, aber machst du gerade einen Gag? Nein, noch nicht. Oh, shit. Falsch rum. Das war lustig. Ich mache gerade keinen Generator. Ich suche gerade noch einen. Probieren abzulenken. Du das? Verfolgt er dich? Bis eben ja. Weiß nicht, ob ich ihn jetzt entrinnen kann. Ich glaube, ich bin ihm gekommen. Puh. Also ihr macht gerade noch einen Generator. Ich suche einen. Ich verarsche gerade den Killer. Ah, die Suche endet bei mir, ja? Hi. Hi. Hattest du da irgendwo einen Generator gesehen? Auf dem einen Berg, wo der eben gestorben ist, ist noch einer. Okay. Oh, der Killer. Ja, der probiert zu schlagen. Mich. Bist du da im Schrank? Irgendwo auf einem Hügel. Hm. Und habe hier einen Rasen. Nicht für ein Spiel. Okay, der schlägt hier einfach auf die Schränke ein und macht nichts sonst. Was ist denn das für einer? Oh, fucking. Der hat sogar auf meinem Schrank eingeschlagen und ich war da drin. Der ist direkt über mich drüber gelaufen. Okay, ich
Ich weiß jetzt schon mal, wie ich ihn verarschen kann. Hi. Hier ist schon mal keiner. Generator. Ich glaube. Unbedingt ein Generator. Ich glaube, entweder ist der Keller ein wenig schlecht. Oder er farmt nur Punkte. Ja. Oder probiert den Keller einfach mal so ein bisschen aus. Ich bin auch so. Ich will auch mitmachen, ich will auch mitmachen. Jetzt bin ich raus. Oh, der Keller ist da oben. Er kommt. Ah, er geht dir hinterher? Warum geht denn der euch hinterher? Nein. Was macht denn er da? Achso. Er geht mir hinterher. Na gut, der Generator ist gleich fertig. Okay, ich mach den nicht mit. Probierst du sie zu retten, falls er aufgehängt wird? Ich gehe zum Ausgang. Ich gehe zum rechten Ausgang, mach den auf. Okay, ich gehe hinten zum Ausgang. Ich bin näher an Yuki ran. Okay. Ich gehe zum anderen Ausgang, dann haben wir beide auf. Bitte sagt mir jemand, dass da. Oh Gott, bitte sagt mir, dass irgendjemand einen Clip davon macht, bitte. Macht mal bitte einen Clip davon. Oh, jetzt kommt er zu mir. Okay, aber ich bin jetzt am Ausgang angekommen. Warum kommt der jetzt zu mir? Jetzt schlägt er einfach gegen den Ausgang. Ich glaube, der will Friendly machen. Okay. Mach mal den Ausgang auf, der schlägt dir einfach über gegen. Ja, jetzt guckt er dich an. Guten Tag. Na? Jetzt haut er ab. Ne? Ich hab den Ausgang auf, Leute. Okay. Okay, lass abhauen. Ich laufe. Ihr seid beide raus? Ja. Raus. Ja. Okay, ich bin auch raus. Oh, was war das denn bitte? Jetzt habe ich einen super Sammikasten. Haha, der ist wieder. Was war das denn bitte? Ich habe mich, glaube ich, komplett verwirrt. Ich bin irgendwann einfach nur noch im Kreis um ihn herum gerannt. Ich hab's genau gesehen. Es sah sehr lustig aus. Ich renne einfach nur so. Ich denke so. Okay. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt, lade ich ein, ne? Ja, klar. Der Killer hat mir persönlich gefallen, sagt Moni. Ja, der hat nichts gemacht, das ist gut. So, dann haben wir sie und dann haben wir ihn und dann haben wir sie. Danke, danke. Danke, danke. So, One, du kannst natürlich dann ins TS kommen. Oh, bitte sag mir, dass jemand einen Clip erstellt. So gerne mal sehen. One ist unten bei kurzer AFK, okay. Ah. Ich werde beim Bossen schon mal so ein bisschen was, ja. Blutnetz. Oi. Hallo, One. Ajo. Hallo. Oder hast du wieder kein Mikro? Was nochmal? Ah, doch. Jetzt. Hi. Schönen guten Abend. Hi. Oh Gott, das muss ich auf jeden Fall lauter stellen. So. Ja, ich weiß, dass man mich lauter stellen muss. Dunkler Kannst du noch was sagen? Ja, ich kann noch was sagen. Was hättest du denn gerne, dass ich sage? Irgendwas. Soll ich irgendwas sagen? Ich so. Gut, okay, dann rede ich über irgendwas. Okay, ich habe einen neuen Slot hier. Was nehmen wir denn jetzt mit? Was waren dunkle Wahrnehmungen? Schaltersprinzens. Ja, jedes Mal, wenn ein Generator repariert worden ist, wird dir die Aura des Killers für 5 Sekunden angezeigt. Nehmen wir mit. Interessant. So, cool.
Irgendwas? Camp Garacha hat irgendwas gesagt. Irgendwas? Irgendwas. Ja, du kannst meinen Vater gern bei mir lassen. Mo! Ja. So. So, ich habe jetzt den Katzenbonus. Den Katzenbonus. So, ich bin ganz soweit. Ja, ganz locker. Mopsi, komm her. Hey, wir sind ja jetzt 4 Survivor, ne? Also 4 Spieler. Ja. Ja. Jetzt kann man sich wenigstens absprechen mit ihm. Ob man da, erstmal fett. Ob man da vielleicht auch 3 Survivor rausmachen kann und einen Killer? Nein, geht nicht. Nein, wir trainieren dich jetzt als Survivor. Aber. Nein, wir trainieren dich jetzt als Nein. Survivor. Nein. Ich bin so viel lieber der Killer. Ja, ich weiß. Du kannst mich gerne morgen nach Lust und Laune abschlachten. Wieso ist meine Katze jetzt? Aber dann sind wir nur alleine und das macht nicht so viel Spaß. Ich habe lieber mehrere Survivor. Dann haben sie wenigstens eine Chance. Oho, mein Wäschekorb bewegt sich. Was? Meine Katze sitzt da jetzt drin. Oho, mein Wäschekorb bewegt sich. Haben meine Dämonen wieder zugeschlagen hier. Jo. Survivor allesamt total happy. Und dann kommt die Opferkategorie. Ja. Oh, du bist doch auch echt nicht der Hellste, oder? Dein Kater? Ja, mein Kater. Jetzt versucht er wieder rauszuklettern. Ach ja, One. Mhm. Finde es ja eine geile Socke. Ja, wer? Ja, ja, weiß ich. Wofür wärst du, Blackadder? Hast du dich erschrocken das erste Mal oder hast du gedacht, mein Gott, hat hier einen Weichzeichner? Nee, ich wusste ja ungefähr, wie er aussieht. Auch von den, auch von den Fotos von der Gamescom und so. Aber gut, okay, so klar, vom Verstehen her konntest du dich mit jedem Superblinden verstehen. Ja. Also Blackadder will unbedingt, dass ich Killerin mache. Nein. Wenn das so ist, Moni würde bestimmt auch lieber wollen, dass ich Killer spiele. Weil sie da nicht mehr so viel Angst beim Zuschauen hat. Jo, Nachti Captain und schöne Albträume, schlumpfige Träume. Hab mich gerade ans Spiel angepasst. Guten Tag. So. Och nö. Wer ist es denn? Och nö, es ist der Geist. Der weibliche? Nee, er hat mir gerade so eine Glocke ins Gesicht gehangen. Ah, Glöckchen. Ja, Glöckner, ja. Ja. Den sieht man doch so spät. Das Totem. Den siehst du gar nicht. Doch, den siehst du. Du hast so einen Schleier. Ja. Jetzt nicht. Och ja. Ruin. Ich probiere den Generator zu machen und dann suche ich auch mit beim Totem. Ich hab's. Ja? Super. Alles gut. Oh. Ich konnte es nicht zu mir. Super, und jetzt weiß er auch noch, wie er ihn spielen muss. Er läuft zu irgendeinem anderen Survivor. Okay. Ja, weißt du, bei mir. Ja, super. Ja. Mhm, ganz toll. Ich probiere dich zu retten. Oh, ich werde abgehängt. Oh, cool. Ja, ich war direkt daneben. Voll nicht realisiert so. Warte. Jetzt erst Ecke. Totem zerstören. Ich gehe Ecke. Ja, komm in der Ecke. Leuchtet. Warte, bleib da stehen. Bleib da stehen. Okay, der weiß echt, wie er spielen muss. Okay. Ja, der ist gut. Ja, der hat mich gerade genau am Totem geblockt, ne? Ah. Also wirklich, genau vor dem Totem. Keine Chance. Okay. Also das Totem ist jetzt weg, ne? Ja, Totem ist weg. Nein, nein, das Totem ist noch... Achso, nee, hast du es gerade zerstört? Weggemacht. Ich hab's gerade zerstört. Okay, okay. Probiert zu dir zu kommen. Ja, ich auch von der anderen Seite. Da vorne hast du das Totem zerstört? Yuki wird gejagt. Ja. Also da hinten. Aber hier hinten ist auch noch eins. Echt? Direkt, wenn du weiter geradeaus rennst, da ist noch eins.
wer auch immer das jetzt hier ist. Okay. Ja. Hier hinten? Warte, erst hier. Oh, boom, voll in die Fresse. Hier, yo. Hier in der Ecke, da. Kann ich jemand heilen? Danke. Immer gern. Katze. Oh nee, jetzt hat er mich geblockt. Ja, aber dafür ist das Totem jetzt gleich tot. Oh, das dafür... zwei Totems waren. Dann hat er... Aber was war denn das andere? Du such die. Hi Odin, lang nicht mehr gehört und gesehen. Okay, ich gehe runter und versuche, die zu retten. Okay. Mist. Fuck. Okay. Ja, GG, du kommst wieder runter vom Schrank hier. Oh. Team unterwegs? Ich sehe ihn nirgendwo. Das ist witzig, denn er ist unsichtbar. Dumm. Also es ist jemand unterwegs. Ja? Oh! Ich bin da. Ey! Ja, er ist bei mir. Ich bin ein paar Fänge. Fuck, Alter. Meine Katze. Weg da! Die auf und kommt zu dir rüber. Ja, er ist immer noch bei mir. Okay. Der geht in Richtung von dem kurz vor dem Eingang sitzenden. Jetzt nicht mehr, jetzt laufenden. Mhm, dann ist er bei dir. Aua. Er hat mich gesehen. Ja. Ich lass dich hängen. Sorry. Ja. Ich komme zu dir. Ja, der kann nicht spielen. Der dreht sich zu mir, während du die Taschenlampe benutzt. Ich. Oder einer von euch. Ich kann nur die Schatten sehen gerade. Ich komme jetzt zurück. Ja, fuck. Ja, okay, ich bin Assi. Aber ich fäng jetzt auch zum dritten. Ja. Mein fetter Mops, komm mal her zu mir. Nein, wir legen uns nicht auf Nachbarnas Zeichnungen. Komm her. Komm, Katze, wir spielen jetzt einfach weiter. Ja, noch kein einzigen, ne? Nee. Der macht doch schon die Generatoren immer kaputt, ey. Ich krieg ja viel, ne? Er ist hinter mir, ja. Okay. Eventuell bis auf Shit. Das war doch nicht ich, oder? Nee, das war ich. Okay. Aber bei mir kam auch zeitgleich ein Skillcheck. Okay. Ja, ich hab ganz knapp versagt. Bleib hier. Das ist cool. Nein! War so knapp. Oh, ist ja gut. Okay, den haben wir. Ah, jetzt hängst du da vorne. Mhm. Gehst du da hin? Der hat, ja, der hat aber wahrscheinlich einen Perk drin, dass er die Survivor sieht. Die gerade. Achso, den. Ja, alles ja klar. Mhm, okay. Lauf. Der hat nicht genau gesehen, er wusste genau, wo ich hocke. Okay. Sorry. Ja, geil. Renn auch noch falsch. Probier von ihr abzuhauen. Ah, Mist. Bringt nichts. Der kann das. Ich weiß nicht, ob der... Hm? Der hat Erfahrung. Der hat sich wirklich downgerankt und dann kann er jetzt mit der Kleinen rumspielen, ja. Das könnte sein. Oder er ist ein Naturtalent, der kommt zu mir. Ja. Das wird sich gleich zeigen. Hol ihn vom Haken. Ja. Oh, erst hier hinten weiterhin. Bringt nichts, dass ich ihn sehe. Er kommt zu euch. Ja. Lass. Okay. Renn. Geh. Kann man sich denn bitte downranken?
Indem du Scheiße spielst. Der blockiert auch. Der nutzt gezielt Blockaden. Okay. Indem er die Leute einklemmt und sich dann jetzt sicher macht. Achso, jetzt lässt er dich da liegen und kommt zu mir, ja, oder was? Ja, aber man kann auch anders spielen, oder? Kann man, ja. Kann man, aber es macht halt weniger Sinn. Also ich hang jetzt wieder mal an einer Palette fest. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel damals kennengelernt, als es rauskam. Ich habe es in der Deluxe Edition vorher anspielen können, bevor es rauskam. Und ich habe jeden Grashalm, jeden Stein entdeckt, wo man festpackt. So viel zu dem Thema. Oh, das war gut. Na gut. Ich verliere eh noch keine Punkte, das ist relativ egal. Vorsichtig, der ist hier in der Nähe. Och ja, nö, der hat schon ein bisschen mehr. Der kann das. Ich probiere jetzt hier hinten irgendwo einen Generator zu finden. Ich habe einen Generator gefunden. Es kommt. Ich brauche ja nur noch einen Generator wenigstens machen. Okay, ja, Odin. Ja, er verfolgt mich. Okay. Er verfolgt mich in Unsichtbarkeit. Oh, der ist bei mir. Enthüllt er sich bei dir? Ja. Ich mach das mal den Generator weiter. Geh nicht hier lang. Okay, ich geh woanders lang. Okay. Aber dann hat er mich. Sorry. Kein Problem. Ich häng im Kornfeld zwischen Blumen und Stroh. Er kommt zu dir. Ja, ich komm. Ja. Ja, der hat auch seine Perks durchdacht. Das ist echt gut. Der hat auch verschiedene Skiller hochgelevelt. Weil der hat zum Beispiel hier dieses Barbecue und Chili, was ich gerade meinte. Ja, das Barbecue. Die Auren, der weiter als 40 Meter vom Haken entfernt Überlebenden sieht, wenn er einen Aufgang hat. Ja, das Barbecue, also ich gucke im Moment einen YouTuber zwischendurch zu und der hat auch meistens als Killer Barbecue mit. Das ist richtig gut. Barbecue würde ich gar nicht erst machen, ganz ehrlich. Also wenn ich Killer spielen würde, tue ich sehr gerne. Ja, ist halt, ne? Barbecue, wenn du das weißt, immer schön da dran an den Haken, dann sieht er dich auch nicht. Oder hinter den Generator. So, was hat er noch? Gewährt eine Bewegungsgeschwindigkeit? Okay. Ja. Moni, nach dem. Deutet die Zeit zu wieder erscheinen. Okay. Ja, der hat seine Perks gut durchdacht. Aber ganz ehrlich, Barbecue und ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen heftig. Ist es auch. Das ist nicht übertrieben und ich würde das auch niemals nutzen, wenn ich Killer spiele. Aber du kannst halt gegen spielen, ne? Ganz kurze Frage in die Runde. Ja. Wäre es eigentlich schlimm, wenn ich jetzt aussteigen würde? Von meiner Seite aus nicht. Wenn du ins Bett willst, wird's ins Bett. Wie du magst. Ja, ich bin einfach müde. Alles gut. Also ich kann nachjoinen, manuell. Ach so, ja, ich hab das automatisch schon drin. Das heißt, du gehst jetzt ins Bett.
Loki? Loki? Jetzt ist er eingeschlafen. Die hört nichts. Sie hat sich gerade gemutet. Achso, dann sagt sie dem Chat gerade was. Oh. So, dann sag ich hier jetzt auch noch gute Nacht. Viel Spaß euch noch. Yuki, schlaf schön. Schlumpfige Träume. Schön. Jo, danke euch später auch. Jo, werde ich haben. Bye. Ciao.